Where's Omga Burger? Right here. Omga Burger. Der Kanadier Lawrence Berthelet hat eine Mission in Thüringen. Ich sehe keine Ziegel. Sehr speziell. Jetzt geht's los. Yeah, looks good. Es geht um einen der wichtigsten Rohstoffe der Welt. Das ist, wonach du suchst. Südharz, Harzsalz. Wow, it's a scrape. Sein Bergbauunternehmen ist entschlossen, einen Millionenschatz zu heben. Ich finde, von allen Bergbau-Startups, die ich kenne, machen wir einfach die besten Fortschritte. Henry Rauche, der Thüringer Bergbauexperte, ist von dieser Mission überzeugt. Ich halte das gar nicht für verrückt, ansonsten würde ich da nicht mitmachen. Auch Monique Haushälter und Paul Philipp Braun sind dabei. Da, hier, da ist er. Sie sind auf der Suche nach einem alten Schacht. Der Zugang zum Millionenschatz? Ich war noch nicht da. Nee. Tatsächlich, obwohl es ja fast vor der Haustür ist. Ich wusste das tatsächlich nicht, bevor Günther Henke das erzählt hat. Den Leuten ist das wichtig, das immer weiterzugeben, was damals passiert ist. Für den Bergmann Günther Henke, der vor 30 Jahren ins Zentrum einer politischen Tragödie gerät. Ja, waren verraten und verkauft der ganzen Linie. Es war ganz einfach. Man ist sich verarscht hoch. Hier hat man gezeigt, ein Ossi darf nicht gewinnen. Das war das hier und nicht anders. Dazu finde ich keine Worte mehr. Ich gebe nicht auf. Ich kämpfe bis zum Letzten. Sie sind unterwegs zu einem Lost Place. Am Rande des Omgebirges im Eichsfeld. So, hier müsste es jetzt gleich schon irgendwo sein, dann, ne? Echt? Ja, auf der rechten Seite wahrscheinlich. Ich glaube, da vorne dann. Okay, da kommt man gut hin, aber ja? Die Einzäunung gilt in beiden Schächten, oder wie? Nee, ich glaube, das ist hier irgendwie ein umfriedetes privates Gebiet, weil der Schacht dürfte eigentlich nicht eingezäunt sein. Günther Henke hat sein halbes Leben unter Tage verbracht. War jahrzehntelang Bergmann in der Region. Da ist er, da hinten. Wenn wir jetzt hier, ich sehe es nicht. Jetzt ist hier auch, ich habe eben gerade den. Ach so, hast du einen kleinen. Die Röhre gesehen. Oben. Okay. Er ist so neugierig wie Paul Philipp Braun und Monique Haushälter, was wohl übrig ist vom alten Schacht. Vorsicht. Das ist ja cool, hä? Das ist gemauert in der Erde. Der Schacht Ferner. Betreten verboten, Lebensgefahr. Zuwiderhandlungen werden bestraft. Thüringer Oberbergamt, Gera. Aber guck mal, hier ist noch mehr. Monique, guck mal, ja. Da sind Fundamente noch. Was? Ach so. Das könnte sogar. Ist das vom Bohrturm oder so vielleicht? Das geplante Fördermaschinengebäude gewesen sein. Günther Henke weiß viel über diesen Ort. Über den Weg, der direkt zum Schatz vom Omgebirge führt. Einige Kilometer weiter östlich, am anderen Ende des Omgebirges. Mehr als 600 Meter unter der Erde. Es geht kilometerweit durch das Altbergwerk Bleicherode-Sollstedt. Dorthin, wo der Schatz vom Omgebirge in greifbarer Nähe liegt. Der Kanadier Lawrence Berthelet ist seit Stunden auf den Beinen und denkt ans zweite Frühstück. Um 4 Uhr hatte ich ein Käse-Sandwich. Eigentlich ist jetzt schon Bratwurstzeit. Halb Thüringen lebt jahrzehntelang gut vom Kalibergbau. Zehntausende bauen hier Kalisalz ab. Die Grube ist ein stilles Zeugnis dieser Zeit. Lawrence Berthelet ist mit dem Thüringer Kali-Experten Henry Rauche unterwegs. Beide wollen, dass es hier wieder losgeht. Wo? Wenn nicht hier. Dieser Standortvorteil, der ist der Vorteil, in einer Region zu sein, wo der Kalibergbau zu Hause ist. Wo es in jeder Familie eine Beziehung zum Kalibergbau gibt. Wo über mehrere Generationen hinweg
Menschen in der Region erlebt haben, was der Kalibergbau an positiven Effekten für eine Region bereitstellen kann. Das ist ungefähr das Hartsalz, was wir auch für das Umgebirge erwarten. Nach 21 Kilometern unter Tage der Stopp. Wow. Südharz, Hartsalz. So we have, es geht um exakt ein Element. Silvite layers. So lots of salt. Um Kalium. Or is that anhydrite? Wow, it's a scrape. Riesige Gesteinsschichten voller Kalium. Seit 150 Jahren weiß man, Kalium verstärkt die Photosynthese von Pflanzen. Mit dieser Entdeckung verdoppelt sich die Pflanzenproduktion in Deutschland. Kali wird zu einem der gefragtesten Rohstoffe der Welt. Und hier in Thüringen gibt es genug davon. Wir stehen im sogenannten Stassfurt-Kaliflöz. Den Resten eines verdampften Salzmeeres. 250 Millionen Jahre alt. Das reicht also von Polen bis nach Niederlande in der Ost-West-Ausdehnung und vom Thüringer Wald bis an die Nordsee oder Ostsee. Ein Teil davon, der Millionenschatz vom Ohmgebirge. Von hier aus könnten sie zu ihm vordringen. Sich durch den Berg zu arbeiten, würde nur wenige Monate in Anspruch nehmen. Schau auf die Karte. Wir sind fast direkt an der Lagerstätte. Es macht total Sinn. Es ist so nah. Vom Altbergwerk Bleicherode ist der Schatz nur einen Kilometer entfernt. Die Ohmgebirge-Lagerstätte. Etwa 250 Millionen Tonnen Rohsalz mit Kalium. Erlöse mehrere hundert Millionen Dollar pro Jahr. Arbeit für 21 Jahre. Arbeit für die Region um das Ohmgebirge im Eichsfeld. Seitdem klar ist, dass es hier wieder losgehen könnte, sind viele im Eichsfeld elektrisiert. Günther Henkel hat eine alte Bergbaukarte mitgebracht, gesichert aus dem Archiv seines alten Bergwerks. Kaliberg, Thomas Münzer, Bischofferode, Februar 1951. Günther Henkel will all sein Wissen weitergeben, damit es klappt. Man sieht ja hier das Ohmgebirge. Und wo wir stehen, das ist leider nicht mehr drauf. Das ist genau der Randbereich. Wir müssen hier, so sein, oder? Ja, ich dann definitiv. Auf jeden Fall ist das ein Doppelkreis. Ich das hier ja, deute. Das ist ein Doppelkreis. Doppelkreis. Ein Doppelkreis bedeutet, die Mutungsbohrung hat Salz gefunden. Es gibt ja mehrere Doppelkreise auf der Karte. Ne? Hier ist ja noch einer. Also diese Karte stellt auch diese Bohrung dar, wo man eben Hartsalz getroffen hat. Der alte Schacht Ferner ist vor Jahrzehnten für die Lagerstätte Ohmgebirge gebaut worden. Niemand weiß genau, wie tief er ist. Deshalb habe ich empfohlen, das noch mal zu recherchieren. Und dann würde ja enorm 300 Meter Schachtabläufen neu, würde man einsparen. Und jeder Meter kostet erbärmlich viel Geld heutzutage. Jeder Meter Schachtabläufen. Und das wäre dann hier nicht nötig. Es gibt einen Grund, warum Günther Henkel so gut Bescheid weiß. Er ist sicher, dieser Schacht hätte vor 30 Jahren in der Wendezeit ein politisches Drama verhindern können. 650 Meter unter Tage geht es jetzt um die Zukunft, ums Geschäft, um die Schwierigkeiten der Geologie. Die ganze Lagerstätte macht so hoch und runter. Das ist nicht wie in Kanada, ein Leichentuch, wo hochgradiges Kali liegt und wo man nur mit Tunnelbohrmaschinen durchfahren muss und gewinnen muss. Kalibergbau in Deutschland erfordert ein bisschen mehr. I understood. He learned meanwhile. Er hat dazugelernt. Ja, ich habe dazugelernt. Klar ist das interessant hier. Jede Lagerstätte ist besonders. Auch diese hier. Chemisch, geologisch.
Es wird nicht ganz einfach sein, hier Technologien zu verwenden, die sich woanders auf der Welt bewährt haben. Stopp in der Werkstatt. Noch immer muss das Altbergwerk gesichert werden. Lawrence Berthollet ist die Technik nicht wirklich vertraut. Das ist ein Riesending, wirklich. In der Tat, das ist das, was du brauchen wirst. Und nicht nur einen davon. Was für ein Biest. Für den Kanadier ist klar, von hier aus könnte die Kali-Renaissance in Thüringen losgehen. 30 Jahre, nachdem hier alles zu Ende ging. Günther Henkel hat nie vergessen, was damals geschah. Damals, kurz nach der Wende, als sein Bergwerk auf dem Spiel stand. Als er ihn heben wollte, den Schatz vom Ohmgebirge. Und da sind wir bei Recherchen im geologischen Archiv auf diese Karte gestoßen. Wir haben diese Mutungsbohrung gesehen. Ein tolles Kali-Vorkommen, erreichbar von seinem Bergwerk aus. 1992 war das. Dann hätten wir ein weiteres Faustpfand gehabt. Ein Kartenspieler würde sagen, ein Ass im Ärmel. Wir hätten also mit dieser Tatsache wuchern können. Es kommt anders und endet in einer Tragödie. Denn der Schatz vom Ohmgebirge steht vor 30 Jahren im Zentrum einer Geschichte, die die Wahrnehmung der Nachwendezeit, der Treuhand, bis heute prägt. Er ist verbunden mit einem Ort, der deutsche Geschichte geschrieben hat. Bischofferode. Viel ist nicht geblieben vom Kalibergwerk Bischofferode. Die riesige Halde. 150 Meter hoch. Reste von 80 Jahren Bergbau. Die ehemalige Poliklinik des Kaliwerkes, heute im Besitz des Bergbauvereins. Hier ist das Eichsfeld-Büro des neuen Bergbauunternehmens, für das Monique Haushälter und Paul Philipp Braun tätig sind. Oben arbeiten die beiden an der Zukunft. Unten ist die Vergangenheit konserviert. Im Museum des Kali-Vereins, das an eine Zeit erinnert, als der Betrieb das Zentrum für die ganze Region ist. Wer ist das? Das war der Letzte, der hier drauf gesessen hat. Ach so, okay. Ja. Es leuchtet! Hä, wie cool. Das war ja die Poliklinik hier, ne? Vom oben drüber. Oben drüber und hier unten? Aber hier unten war dieses Schwimmbad mit Sauna. Ach, okay. Das ist da hinten drin. Hm? Okay. Das Becken sieht man zumindest. Kommt man da noch rein? Können wir da mal reingucken? Ich weiß nicht, ob der Schlüssel passt. Für die jungen Leute öffnet sich die Tür zu einer vergangenen Zeit. Ich weiß nicht, ob man das filmen muss. Hier riecht es auch noch wie früher. Guck mal, hier ist eine Tischtennisplatte drin. Ja, und das war das Schwimmbad sozusagen. Und die Sauna ist da drin, da hinten. Das ist ja. Verbandkasten? Oh, aus Holz? Ja. Das ist ja geil. Ich stehe ja auf so alte Sachen, muss ich ja jetzt mal sagen. Ne? Guck mal, der ist noch ausgestattet. Ja, das ist ja vom Gotha-Plast-Schnellverband. VEB Jena Farm. Du, das ist vor unserer Zeit gewesen. Das ist definitiv vor unserer Zeit. Das ist lange vor unserer Zeit hier gewesen. Hier sind nette Buntstifte, nee, Filzstifte. Okay. Die Neugier der beiden 27-Jährigen ist geweckt. Auf das, was übrig ist vom Kalibergwerk. Da ist noch so eine Räder. Das sowieso. Und dann hier diese Räder sind da noch aus Holz. Die finde ich auch. Oh, hier riecht es. Na, das ist das Holz, was das riecht. Das riecht aber wie Sauna, finde ich irgendwie. Das ist total krass, was die so hatten. Also quasi gegenüber vom Bergwerk hatten die ein Schwimmbad, die hatten eine Sauna. Genau. Klar, die hatten eine eigene Poliklinik. Die haben so diese ganze. Ich glaube, hier könnte man auch ein bisschen was kaufen, so ein paar Waren oder sowas. Okay. Der Opa hat immer für Oma die Strumpfhosen hier gekauft. Das hat er mir mal erzählt, hat er immer mitgebracht. Die gab es nur unterm Tisch.
Im Nachbarraum ein Modell mit allem, was ein Kaliwerk braucht. Förderturm, Salzverarbeitung, Versand. Aber das ist ja genial. Was ist mit der Werksbahn auch? Es hat irgendeine Schule, glaube ich, gebaut. Cool. Monique Haushälter hat eine ganz besondere Beziehung zu diesem Ort. Zum Kaliwerk Bischofferode, von dem das Kalisalz in die ganze Welt ging. Moniques Opa war Bergmann in Bischofferode. Er erzählt gerne von früher, ne, weil das Zusammenarbeiten unter Tage ist ja auch wahnsinnig mit Zusammenhalt verbunden. Man muss sich ja wirklich auf den anderen verlassen können. Das ist ja eine eigene Welt und auch gefährlich dort unten. Und das sind super schöne Geschichten, die er erzählt. Und Opa will sicher gehen, dass die Erinnerung bleibt an sein Kaliwerk Bischofferode. Das kam jetzt so nach und nach, dass er immer mal was rüberschiebt und sagt, hier, nimm das, wenn ich mal nicht mehr bin. Ne, die anderen wollen es nicht, so ungefähr. Nein, ne, weil ich führe das ja fort, sozusagen, dieses Interesse am Bergbau. Und dann hat er das schöne Kartenspiel hier ausgegraben. Vor ein paar Monaten hat er mir das gegeben. Fand ich total irre, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Ne? Von Bischofferode hier direkt. Also, das gab es zum 75-jährigen Jubiläum der Grube Thomas Münzer für die Belegschaft. Und, ja, und dann sind hier eben auf diesem Kartenspiel diese typischen Bergbaumotive drauf. Ja? Hier Maschinen, die unter Tage eingesetzt worden sind. Das war 1984. Da hatte die Grube, wie gesagt, ihr 75-jähriges Bestehen. Waren auch Träger des Karl-Marx-Ordens. Was ist das? Das weiß ich nicht. Das war für besondere Leistungsproduktion wahrscheinlich. Wir haben doch festgestellt, dass ich nach der Wende geboren bin. Bischofferode gehörte zum Kali-Kombinat der DDR. Im Kalten Krieg der drittgrößte Kali-Produzent der Welt. Nur Kanada und die Sowjetunion fördern mehr. Die kleine DDR exportiert Kali in die ganze Welt. Das Kali-Kombinat beschäftigt allein in Thüringen 16.000 Menschen. Kanada und die DDR konkurrieren damals auf dem Weltmarkt. Kali war Exportgut für die DDR. Kali war einer der Hauptdevisenbringer für die DDR. Nahezu 80% der DDR-Kali-Produktion wurden in das sogenannte nicht-sozialistische Wirtschaftssystem exportiert. Und das wurde alles abgerechnet auf Dollarbasis. Das heißt also, der Staatshaushalt der DDR, der Devisenhaushalt der DDR wurde zu gutem Teil aus Kali gespeist. Und das hatte dementsprechend auch einen sehr hohen Stellenwert in der Volkswirtschaft insgesamt. Mit dem Fall der Mauer sollte sich alles ändern. Auch für die Eichsfelder, die so heimatverbunden sind. Mit ihrer Hymne, dem Eichsfeldlied. Hast du mein Eichsfeld nicht gesehen? Mit seinen burggekrönten Höhen und Kreuzfidelen Sassen, dein Rühmen magst du lassen. Das ist die erste Strophe. Genau. Schön. Dort, wo die junge Leine fließt, die Unschuld bald zu Tale, der Höfensberg, die Werra grüßt, der. Man kann sich das aber, glaube ich, auch nicht vorstellen, wenn man nicht dabei war. Also. Für mich ist es auch unvorstellbar, dass man, wie Wende war ja Sperrzone schon, ne? Wir waren ja Grenzgebiet. Meine Mutti erzählt, früher musste sie mit dem Ausweis raus, im eigenen Dorf, wo jeder jeden kennt. Ne? Da denkt man sich heute, ja, hä, was ist das denn? Geht doch gar nicht, aber das war halt damals so. Ne? Als die Grenzen aufgegangen sind, das muss ja Wahnsinn gewesen sein. Also meine Großeltern sind ja dann auch gleich rübergefahren, die haben meinen Bruder mitgenommen.
Meine Mutter hat nur Angst, dass die Grenze dann wieder zugeht und dann sind die da drüben und ne, mein Bruder kommt nicht mit wieder und solche Geschichten. Also das ist unvorstellbar, glaube ich, was das mit den Menschen gemacht hat. Als Monique ein Kind ist, in Wende am Obengebirge, weiß sie von der Geschichte nichts. Sie interessiert sich für Steine. Steine, die viel älter sind als die frühere Mauer zwischen Ost und West. Als Kind war ich tatsächlich immer hier oben in einem Steinbruch. Der Ohmberg, das Ohmgebirge, besteht ja hauptsächlich aus Kalkstein. Genau, und der ist eben hier oben in einem Steinbruch aufgeschlossen, sprich der Felsen ist greifbar, sichtbar. Und da war ich immer als Kind und habe dann im Steinbruch so ein bisschen rumgewühlt und Fossilien gesucht und schöne Steine mit nach Hause genommen. Andere Mädchen fanden Pferde ganz gut oder so. Und ich kam immer mit Steinen nach Hause. Fanden meine Eltern auch lustig. Das ist ein wunderschöner Stein. Hier sieht man nämlich ganz viele von diesen Gängen, die wir eben schon in zerstückelt da unten gefunden haben, also in Einzelteile zerlegt. Und hier sind die echt noch richtig im Verband drin teilweise. Und auch auf einer relativ großen Fläche, also auf jeden Fall größer als auf diesen kleinen Teilstücken, die wir dort unten gefunden haben. Und ist eigentlich sehr ansehnlich, also für mich zumindest. Ja. Hier war ja alles unter Wasser, sag ich mal. Sind ja marine Sedimente, Kalksteine. Das ist wie wenn man jetzt in die Vergangenheit guckt quasi, genau. Durch ein Zeitfenster. Das reizt sie. Hier im Ohmgebirge beschließt sie, etwas über Erdgeschichte, über Mineralien will sie lernen. Als in der 10. Klasse das Schülerpraktikum ansteht, sagt der Opa, mach es im Bergwerk in Bischofferode. So lernt sie Günther Henke kennen. Hier ist ein Schacht, ne? Oder? Bitte? Der Schacht ist der hier? Nein, das ist eine Bohrung. Nein? Ach, das ist eine Bohrung. Für Günther Henkel ist Bergbau sein Leben, seit er als junger Lehrling in Bischofferode die Steiger erlebt. Da ist bei mir schon der Wille entstanden, auch einer von denen zu werden. Und das habe ich dann auch erreicht. Und darauf bin ich stolz. Als in Europa die Mauern fallen, am Ende des Kalten Krieges, wirft Russland all sein Kali auf den Weltmarkt. Die Preise rauschen in den Keller. Das Kaliland Deutschland, Ost wie West, gerät unter Druck. Günther Henkel will beweisen, dass Bischofferode überleben kann. Kunden in Westeuropa haben sie. Günther Henkel ist im besten Alter und weiß, sie müssen nur effektiver werden. Und wir haben die Ärmel hochgekrempelt. Für uns war wichtig, wir müssen konkurrenzfähig werden zu unseren Konkurrenten auf der jenseits der immerhin Zonengrenze. Und das haben wir getan. Wir haben die Ärmel hochgekrempelt im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben Gehirnschmalz vergossen, noch und nöcher. 2 Jahre brauchen sie, um so gut zu werden wie die Westdeutschen. Sie sind sicher, das Bergwerk kann überleben. Dann aber verliert Günther Henkel durch einen Wassereinbruch große Vorratsmengen. Was war deine Nummer? Nein, es war die 2A und später 1A. Ach, guck mal. Er braucht dringend neue Vorkommen. Wir haben uns erinnert, dass es noch eine weitere Lagerstätte gibt. Nämlich in diese Richtung, nach Südwesten. Kaltumfeld liegt ja zentral auf dem Ohmgebirge. Und somit auch zentral auf der Ohmgebirgslagerstätte. Und die sind ja auch in 80er Jahren noch Erkundungsbohrungen gestoßen worden, die den Nachweis gebracht haben, dass unter dem Ohmgebirge abbauwürdiges Salz ist. Der Schatz vom Ohmgebirge. Den will Günther Henkel von Bischofferode ausheben. Die Vorräte würden die Zukunft seines Bergwerks sichern. Wir müssen so schnell wie möglich in diese Ohmgebirgslagerstätte, sprich Ferner. Und wie schnell heißt so schnell wie möglich? So schnell wie möglich, so schnell wie es geht. Doch Bischofferode steht unter Verwaltung der Treuhand. Henkel macht eine detaillierte Planung.
Und dann kam aber sofort das rigorose Ausstopp. Jegliche Aktivitäten sind einzustellen, ansonsten werden sie sofort und augenblicklich gekündigt. Ja, und da war für mich klar, diese Herrschaften spielen mit uns ein böses Spiel. Heute weiß man, Bischofferode wird zum Opfer einer Marktbereinigung. Damals ist die Wut groß. Die Kumpel besetzen ihr Werk, produzieren weiter und beginnen schließlich einen Hungerstreik. Bischofferode wird zum Symbol für den Kahlschlag der Treuhandzeit. In Bischofferode geht unterdessen der Protest gegen die Schließung der Grube weiter. Nach wie vor sind viele Kumpel im Hungerstreik. Die Hungerstreikenden sind erschöpft. Wieder musste heute ein Kumpel ins Krankenhaus gebracht werden. Auf den Tag genau, ein Jahr nach den ersten Protesten gegen die beabsichtigte Schließung des Kalischachtes, sehen die Kumpel ihre Zukunft noch immer ungewiss. Dem Willen der Kali und Salz GmbH entsprechend wurde vorgestern die letzte Förderschicht eingefahren. Ende 1993 wird Bischofferode geschlossen. Ein Jahr Proteste nützen nichts. Glück auf, Glück auf. Doch die Kumpel haben Stolz, fördern bis zum letzten Tag Kalisalz. Glück auf, Glück auf. Bis zum letzten Tag. Und wir haben auch bis zum letzten Tag durchgezogen und haben uns dann unter Tage dazu entschlossen, nicht auszufahren, zwei Tage vor Heiligabend. Warum? Weil wir noch diesen kleinen Funken Hoffnung hatten, dass es doch irgendwie noch was bringen würde. Und da haben wir uns dazu entschlossen, wir sind da unten geblieben, es wurden uns Betten runtergebracht, wir sind nicht ausgefahren. Und daraufhin kam das Fernsehteam darunter. Und spätestens, wo wir dann das Glück auf dort unten gesungen haben, so wie wir es heute hier in der Chorprobe gesungen haben, ist diesem Menschen bewusst geworden, um was es uns ging. Es ging uns um unseren Arbeitsplatz. Ich sage mal, unsere Generation nach uns hätte hier auch noch ihr Geld verdienen können, wenn man damals nicht eben der Meinung war, es hätte zugemacht werden müssen. Die Schließung von Bischofferode und es nicht, dass ich es nicht verhindern haben können mit allen, die damals als Akteure hier im Arbeitskampf aufgetreten sind, das erzeugt heute bei mir noch Phantomschmerzen. Aus meinem Dorf oder aus den Nachbarorten hat ja fast jeder auf dem Schacht hier gearbeitet. Das war ja Hauptarbeitgeber, ne? Also das waren ja, klar, der ganze Freundeskreis hat ja gefühlt dort gearbeitet zusammen, ist mit dem Schachtbus halt hingefahren. Abends oder nachmittags nach Hause, je nachdem, welche Schicht man dann hatte. Deswegen war es ja auch so ein Riesenschlag, als es hieß, der Schacht macht zu und die bauen die ganzen Arbeitskräfte ab. Das war natürlich eine Katastrophe. Während Monique Haushälter ihr Praktikum bei Günther Henkel macht, ist er dabei, sein Kaliwerk zu versiegeln. Fast die gesamte Kali-Industrie Thüringens stirbt. Thüringen verliert tausende Arbeitsplätze, fast alle Bergwerke, die Steuereinnahmen. Und der Freistaat muss, einmalig im deutschen Bergbau, bis in alle Ewigkeit sämtliche Altlasten bezahlen. Aufgrund einer Vereinbarung aus den 1990er Jahren. Günther Henkel löst trotzdem bei Monique Haushälter die Bergbaubegeisterung aus. Für mich war das super da unten. Ich fand das total spannend, interessant, die Salzschichten da zu sehen. Das sieht ja auch schön aus, ne? Mit den Schichtungen und alles. Und das, also für mich ist das sehr interessant und schön anzusehen. Andere sagen sich ja, sind Steine, toll. Aber ich fand das super. Und wie gesagt, ich habe mich nicht eine Sekunde irgendwie gefürchtet oder hatte Angst oder so, weil ich habe da Herrn Henkel voll vertraut. Monique Haushälter studiert Geotechnik in Nordhausen. Spezialisierung? Kalibergbau. Ich habe das erstmal studiert und nach diesem Praktikum, das war in der Schule noch, dachte ich immer, wenn es den Schacht noch geben würde, dann wärst du ja sicher, ne? Dann wüsstest du sofort, wo du hingehst. Als Bischofferode verschlossen wird,
Als der letzte Förderturm abgerissen ist, haben die Kali-Weltmarktpreise längst wieder historische Höhen erreicht. Henry Rauche erhält vor etwa 15 Jahren eine Mail von australischen Bergbauinvestoren. Betreff: die Kali-Vorräte in Thüringen. Als East Exploration vor mehr als 15 Jahren zu uns gekommen ist und hat nach diesen Möglichkeiten gefragt, hatten die natürlich schon Kenntnis, wie in der DDR staatliche Erkundung organisiert war. Das heißt, die wussten, dass es diese weißen Landkarten eigentlich gar nicht gibt, sondern dass da ein Erkundungsbetrieb in allen sozialistischen Ländern staatlich organisiert und aktiv war, der sich überall schon mal eine Vorstellung gemacht hat, ob da bauwürdige Lagerstätten liegen. Und ohne diese Erkundungsdaten hätten wir denen natürlich nie einen positiven Ausblick auf diese Grubenfelder geben können. Henry Rauche füttert die australischen Bergbauinvestoren mit den Daten. Die entscheiden sich zu kaufen. Bei einer Treuhand-Nachfolgegesellschaft für wenig Geld. East Exploration erwirbt alle Thüringer Kali-Bergbaulizenzen. Ein riesiges Gebiet zwischen Erfurt und dem Eichsfeld. Exakt jene Vorratsfelder der durch die Treuhand geschlossenen Bergwerke. Und das Umgebirge ist nur der kleinste Teil des gesamten Lizenzgebietes. Und das sind ewige Lizenzen. Wir müssen keine Gebühren zahlen. Wir besitzen sie, solange wir sie haben wollen. Wir müssen dicht bohren, erkunden. Wir besitzen sie. Lawrence Berthelet ist seit 2022 technischer Vorstand des neuen Bergbauunternehmens. ...76 Kilometer vom Umgebirge entfernt, Erfurt, Thüringens Landeshauptstadt. Eine wunderschöne Stadt. Für mich wie eine Disney-Filmkulisse. Der Domplatz und die vielen schönen Ecken. Einfach herrlich. Und die Leute sind wirklich freundlich. Mein Deutsch ist nicht besonders gut, aber die Leute hier wechseln schnell ins Englische, was mich freut. Also, ich bin sehr zufrieden hier. 2022 machen die Australier ernst, gründen ein Büro in Erfurt. Die promovierte Chemikerin Babette Winter wird Geschäftsführerin der deutschen Tochter. Lawrence habe ich gefunden, indem ich ihn am Bahnhof abgeholt habe. Und wir lachen jetzt noch, wie ich ihn abgeholt habe. Und als erstes, es war nämlich gerade Weihnachtsmarkt, zum nächstgelegenen Bratwurststand führte. Was er grandios fand. So haben wir uns kennengelernt. Und ist offen dafür, wenn man da mit ihm richtig redet, auch zu lernen, okay, die Lagerstätte im Südharz ist natürlich anders als die in Kanada oder hat ja auch in Russland gearbeitet. Wo ist das Umgebirge? Hier ist es. Umgebirge. Crying out loud. That's right there. Also diese Mischung aus, diese praktische Erfahrung brauchen wir ja. Wir wollen ja ein praktisches Werk entwickeln. I can find Berntsrode, Bischofrode, Solsted, Bleicherode. Und gleichzeitig die Bereitschaft, sich echt einzulassen auf die Leute hier, viel Zeit hier zu sein, nicht nur einzufliegen für ein paar Tage fancy und dann einem vom Pferd zu erzählen, sondern wirklich rauszufahren, zu lernen, mit auf dem Bergmannstag, mit abends ein Bier trinken. All das, das ist gut. Und ob er dann jetzt aus Kanada kommt, aus Australien oder aus Bayern, ist mir Wumpe. Monique Haushälter ist seit gut einem Jahr im Team des jungen Bergbauunternehmens, der Südharz Kali. Eine kleine Firma mit einer Handvoll Leute. Sie sind mitten in den Genehmigungsprozessen und mitten in der Planung. Lawrence Berthelet kennt den Weg zwischen Erfurt und dem Ohmgebirge inzwischen aus dem FF. Ich kann Straußfurt nicht finden. Warum suche ich nach Straußfurt? Die machen dort die beste Bratwurst des Universums. Lawrence Berthelet stammt aus Mittelkanada, wo man Anfang der 1950er Jahre nach Öl sucht. Aber sie haben Kali gefunden, etliche Flöze. Sie trieben Schächte in den Untergrund, aber die sind ihnen abgesoffen. Die Rettung kommt damals von Kali-Leuten aus Thüringen. East Germans. They were West Germans.
Das waren Ostdeutsche, nicht Westdeutsche. Das waren Ostdeutsche. Ich war Trauzeuge bei einer Schulkameradin. Und die ganze Verwandtschaft kam aus Ostdeutschland, aus dieser Gegend hier, aus dem Bergbau. Die ganze Technologie bei uns kam von hier. Kali macht Lawrence' Heimat reich. Heute ist das Quechuan das größte Kali-Revier der Welt. Mein Vater arbeitete im Kali-Bergbau. Alle Onkel, Familie, Verwandte. Kali war einfach ein guter Weg, um gut zu verdienen und Kinder aufzuziehen. So denke ich darüber. Das dachten sie auch, die Menschen in Bischofferode und im ganzen Kali-Revier des Südharzes. Die Wende und der Weltmarkt aber machten ihnen einen Strich durch die Rechnung. Kann jetzt ein Neuanfang gelingen? Das war nichts von blühenden Landschaften, die dann kamen. Nicht so, das war bitterer Ernst, war das. Ne? So, und deshalb bin ich froh, wenn hier die Südharz Kali GmbH wieder die Sache aufnimmt. Ein bisschen Heimat von unseren Eltern, Schwiegereltern. Und ja, unsere Region ist das eigentlich. Unser Leben war das, Bischofferode Kali war unser Leben. Wir gehen auch ab und zu noch übers Schachtgelände und schauen uns das an. Ist so, ne? Ja. Es ist so. Naja. Babette Winter und Monique Haushälter präsentieren, was die Südharz Kali vorhat. Und sie erzählen, warum die Claims überhaupt noch zu haben waren. Die Säle sind immer voll. Und einiges davon, unter anderem auch das Ohmgebirge, waren eigentlich Perspektivfelder von diesen alten Bergwerken. Wäre es damals weitergegangen, ich weiß nicht, Herr Henkel, das Ohmgebirge hätten sie mittlerweile abgebaut, vermute ich, so rein von der Zeitschiene her. Und doch ist nichts gesichert. Meeting in Erfurt. Investoren, Aufsichtsräte, Vorstände sind aus der ganzen Welt gekommen. Louis da Silva aus London. Er ist Vorstandsvorsitzender der Muttergesellschaft. Es ist ein wachsender Markt, jedes Jahr um 1,5 bis 2%. Es gibt einen Grund, warum das größte Bergbauunternehmen der Welt 15 Milliarden investiert, um mehr als 10% Marktanteil zu erobern. Die glauben daran. Wir haben eine wachsende Bevölkerung, wir haben Verstädterung, weniger Agrarfläche. Wir brauchen Kali. Es ist nicht ersetzbar. You need potash. It's not replaceable. Doch es gibt Sorgen. Der Aktienkurs der Muttergesellschaft, gelistet an den Börsen in Frankfurt und Sydney, steigt nicht. Die Kali-Preise tun es ebenso wenig. Rory Love, der australische Hauptinvestor, ist zugeschaltet. Die Stimmung angespannt. Die Kamera muss raus. Paul, der PR-Mann, auch. Ein bisschen viel gerade. Ist viel los. Ich habe das ganze Board hier, das passt das Ganze. Deshalb hat es auch ein bisschen gedauert und Finalisierung der Raumordnungsunterlagen und so. Also es ist irgendwie, ja, sportlich gerade. Kali Südharz sitzt in Erfurt in einem traditionsreichen Gebäude. Hier schlägt das Herz des Kali-Bergbaus in Ostdeutschland. Einst war es das Kali-Ingenieurbüro der DDR. Hier wurden ganze Bergwerke projektiert, Bohrungen geplant, Schachtbauten. Die Treuhand wollte es schließen lassen. Doch das Büro überlebt die Wende wegen seiner Expertise. Heute ist die Firma auf der ganzen Welt im Kali- und Salzbergbau tätig. Das ist vor allem Henry Rauches Verdienst.
Als die Australier vor 15 Jahren anriefen, war er überrascht. Wir waren zu dieser Zeit sehr aktiv in der Russischen Föderation tätig. Wir waren sehr aktiv in Kanada tätig. Wir waren auch in Südamerika und im Westen Afrikas unterwegs für völlig neue Lagerstättenreviere. Und der Aha-Effekt für mich bestand tatsächlich darin, mal nachgedacht zu haben, mein Gott, ja, genau, im Südharz haben wir ja auch noch einiges an Lagerstätte. Aber jetzt sind sie mittendrin, analysieren die neuesten Proben und sind sich sicher, die Investoren aus Australien meinen es ernst. Wer so viel Geld bereitstellen kann und dann auch noch weitermacht mit der Auswertung dieser Bohrungen im Hinblick auf die erste richtig vollständige Machbarkeitsstudie, der hat dann schon bewiesen, dass er ernst zu nehmen ist. Thomas Kiesling ist im Büro der erfahrene Bergwerksplaner. Er plant, wie man herankommen kann an den Schatz vom Ohmgebirge. Also wenn es das Bergwerk Bischofferode noch gäbe, dann könnte man sicherlich mit gewissem technischen Aufwand auch dieses Bergwerk Ohmgebirge anschließen. Doch Bischofferode ist passé. Der Schacht Ferner, den Günther Henkel favorisiert, ist zu weit weg. Sie werden das Altbergwerk von Bleicherode nutzen. Von hier aus können die Australier auch die anderen Vorräte angreifen. Die Planungen sind in vollem Gange. Das sind Pläne, das sind Fotos hier. Das wollte ich doch haben. Jawohl. Genau. Super. Lass so stehen. Perfekt. Neuartige Förderbänder werden das Rohsalz nach oben bringen. Eine riesige Halde für das Restsalz, so wie früher, soll es nicht mehr geben. Der Abbau wird so effektiv sein, wie das vor 30 Jahren undenkbar war. So soll das Kaliwerk konkurrenzfähig werden, in der Heimat der Kali-Experten. Das, was man in so einer Frühphase erlebt, an Emotionen, an Nervenkitzel, an Erfolgserlebnissen, wenn man ein Bergwerk aufmacht, das kann, glaube ich, nur jemand verstehen, der mit dabei war. Mit den Thüringern im Boot ist sich Lawrence Berthelet sicher, das Projekt wird profitabel sein. Die Frage ist nicht, ob wir das machen, sondern eher wann. Es wird profitabel sein, sonst würden wir das Projekt nicht machen. Profitable. Otherwise, we wouldn't be doing the project, right? Wir haben ja gewusst, dass wir ein gutes Salz haben. Ja. Hätte man es damals weiter betrieben, hätte man viel Geld gespart. Hätte man uns viel Kummer und Sorgen erspart. Vielleicht wäre es dann heute alle gewesen, das Salz da unten. Aber ich denke mal, für alle wäre es besser gewesen. Ich glaube, es wird hier schon ersichtlich, und ich will es jetzt hier auch so sagen, dass wir eine gewisse Präferenz haben. Eine ganze Region ist elektrisiert. Das Interesse riesig. Wer hat die Möglichkeit, bei so einem Projekt dabei zu sein? Von Anfang an, von den ersten kleinen Schritten. Man sieht jetzt, wie es immer größer wird. Also es ist ja wie so ein Baby, was jetzt wächst, was man beim Entwickeln beobachten kann. Und man ist auch Teil davon. Ne? Man trägt ja was dazu bei. Der Anfang ist gemacht und nun bauen wir es weiter aus. Und dazu wünsche ich Ihnen natürlich wie immer einen dicken Helm voll Bergmannsglück. Eichsfelder Bratwurst. Ah, special. Mit Senf? Für mich nicht. Mustard? For you. Senf. Danke, danke. Und für Lawrence Berthelet wird es sicher nicht die letzte Bratwurst in Thüringen sein.